Willkommen aus Hospitalet del Infant. Ich hatte heute mal richtig Bock, die Berge und das Meer gemeinsam zu genießen. Deswegen habe ich eine Strecke mir rausgesucht, die teils über die Berge geht und teils am Strand entlang, also den Strandabschnitt wieder zurück. Oh, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe auch keinerlei Erklärung dafür, wie meine Burg stand. Ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall drei Kreise, ja, drei solcher Kreise hier, ja. Sind bepflanzt, ein Steinhaufen mit drin und hier sind noch so, ja, auf jeden Fall ein Gemäuer, oben so Steine drauf. Ja, da unten scheint mir auf jeden Fall ein Campingplatz zu sein. So, bei mir beginnt jetzt auf jeden Fall die erste größere Steigung. Ja, und da unten ist tatsächlich noch ein Campingplatz. Man sieht von hier oben jetzt mittlerweile, dass die Leute da wirklich in den Liegen sind und sich am Bräunen sind. Und bei dem Wetter, kein Wunder, die Sonne scheint. Wir haben heute 28 Grad. Wohl bemerkt, wir haben noch April, zwar Ende April, aber wir haben noch April. Das ist unfassbar, was hier für eine Lebensqualität die Leute haben. Also wenn das jedes Jahr so ist, ich war noch nie im April hier, aber wenn das jedes Jahr so ist, nicht schlecht. So, der erste Berg liegt nun hinter mir. Derzeitige Höhe kann nicht sein. Da ist irgendwas nicht richtig kalibriert. Mir sagt sie 40 Meter an. Nee, das kann nicht wirklich sein. Ich würde schätzen, das sind schon 200. So, und da erscheint auch schon der zweite Berg, der hinter dem kleinen Berg, wo ich gerade drauf bin, versteckt war. Bin bei Kilometer 2,5. Nur mal so nebenbei. Und wie viele Kilometer es genau werden, weiß ich gar nicht. Ich schätze mal so 6, 7. Boah. Boah. Was kommt denn da auf mich zu? Boah, ich würde behaupten, schätzen 30 Grad Neigung bzw. Steigung bei dem Wetter. Oh, Herausforderung. Es ist super anstrengend. Ich nehme euch einfach mal ein Stück mit. Gleich geschafft. Unfassbar. Komoot sagt grün. Keine nennenswerte Steigungen. Ah, Komoot. Verarsch mich nicht. Aber ich bin jetzt oben. Zum Glück geht's nachher am Strand zurück. Gott sei Dank. So. 3 Kilometer und ich habe jetzt 311 Höhenmeter angezeigt auf meiner Uhr und das kommt auch hin. Auf der anderen Seite sieht man übrigens Ket Aigua und wenn mich nicht alles täuscht, ist das eine Wasseraufbereitung, wo man das Wasser hier nicht so wirklich trinken soll, weil es ja doch nicht so sauber ist wie in Deutschland, aber ich glaube, dass ist eine Wasseraufbereitung. So, ich gehe jetzt aber hier weiter an der Stelle. Ein bisschen Berg kommt noch. Dann geht es auf der anderen Seite gleich berg runter Richtung Strand und dann geht es eben weiter. Und ja, das ist nicht mehr ganz so anstrengend. Es ist doch ziemlich kräftezerrend bei dieser Hitze. Also auch wenn die Sonne nicht ganz richtig durchkommt. Ne, da sind so ein paar Schleierwolken vor.
aber trotzdem merkt man es. Es ist unfassbar warm. Ich bin am Schwitzen wie ein Schwein. Also, ihr seht, hier geht der Weg lang, geht über den Grat rüber. Und da hinten ist ein kleiner Parkplatz. Ich weiß nicht, ob man den schon erkennen kann. Da geht es auf jeden Fall nochmal bei einem kleinen Berg rüber. Den werde ich wohl nicht gehen müssen und auch wollen. Und werde dann wahrscheinlich vermutlich entweder einen anderen Weg suchen, der runter geht, direkt Richtung Meer. Oder ich gehe die Straße. Die Straße, so eine einspurige. Ja, in Deutschland wäre es eine Einbahnstraße. Hier kommt ja auch Autos entgegen. Diese weißen Flatterbändchen da vorne an dem Stock, die markieren eine Absprungstelle, nennt man das so? Ich habe keine Ahnung vom Paragliden. Man muss nur die Augen aufmachen. Ich wollte ganz beherzt gerade da oben auf den Stein springen, um hier nochmal so eine Aussicht zu genießen. Oh. Ein kurzer Kackstift. Schaut mal. Ja, was mich noch mehr nervt, ist, dass es jetzt nochmal runter geht und wieder hoch. Ich will jetzt eigentlich nur noch runter, weil ich habe echt langsam so gar keinen Bock mehr auf Höhenmeter. Ach man, gibt es keinen anderen Weg. Boah, was war das denn, Alter? Boah, ich hoffe, das habe ich drauf. Da ist der Parkplatz, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Und ich weiß, dass es von da aus einen Weg nach unten gibt. Hier scheint es noch nichts zu geben. Das heißt, ich muss da vorne wieder hoch. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich zeige euch das mal so rum. Klasse, oder? Einfach so eine kleine Höhle. Etwas über 4 Kilometer, Stunde 40 unterwegs. Bisschen ist es noch bis zum Strand. Yes, es geht bergab. Gott sei Dank. Und ich glaube, das war die letzte Steigung gerade. Jetzt geht es nur noch bergab. Ich bin auf dem Parkplatz angekommen, auf dem ich mit meiner Familie schon ganz oft stand oder war und diese Aussicht genossen habe nach Hospitalet und Miami Platja unten an diesem Strand hier, an Strandabschnitt. Warum wir da noch nie gewesen sind, kann ich euch noch gar nicht sagen. Sollten wir vielleicht mal tun. Sieht auf jeden Fall cool aus. Sand ist überall. Es ist super wenig los. Sollte man mal machen. Das Gefühl, es zieht ein bisschen zu. Sollte vielleicht mal auf die Wetter-App gucken, ob hier noch irgendwas ansteht an Regen, Gewitter oder was weiß ich was. Ich muss auf jeden Fall da runter. Ich gehe einfach den Weg, den ich auch vorher geplant habe. Da ist jetzt noch ein Berg. Und dann geht's runter, dann geht's wirklich runter. Ach Gott! Was soll die Scheiße? Ich bin oben angekommen. Ah, Gott sei Dank. So, zur Übersicht. Da hinten. An dieser Einbuchtung, da Einbuchtung, keine Ahnung, wie man das nennt, dieser Vorsprung von Grün, von Wäldern, Baumbestand. Ich bin fertig, wieso, ne? Da steht das Auto, dann bin ich hin über den kleinen Berg. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, die Kamera angemacht, oben auf dem Berg, habe euch begrüßt. Danach kommt ein zweiter Berg, der ist verborgen hinter diesem Berg, hinter diesen zwei Spitzen. Dann kam die größere Spitze und ach so, ich musste übrigens immer wieder bergrunter. Dann kam der größte Berg, der. Dann direkt der daneben, der ist etwas kleiner. Und jetzt noch mal hier auf dieses Stück berghoch. Es geht jetzt wirklich nur noch bergrunter. Gott sei Dank. Und ich habe ja eigentlich vorgehabt, diese Strecke hier zu kürzen. Ja, habe ich doch nicht gemacht. Warum, weiß ich nicht. Ich bin so K.O. Ich kann eigentlich gar nicht mehr. Egal, ich freue mich auf den Strand. Vielleicht gehe ich jetzt barfuß gleich durchs Wasser.
Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Also zumindest erstmal oben zu sein. Yeah! Ah, da vorne ist eine Säule. Markiert wohl dann den Gipfel des Berges. So, geschafft. Hier ist der Gipfel. Tatsächlich eine mittlere Gewitterwarnung raus. Ich hoffe, dass das sich in den Bergen dahinter mir alles verfängt und gar nicht hier runterkommt ans Meer. Das ist in der Regel so hier in der Gegend. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal weniger Gedanken. Es sei denn, ich höre es irgendwann grollen. Dann werde ich mich wahrscheinlich mal beeilen müssen. Meine Güte, ist das steil. So, gleich bin ich unten. Ich hoffe, dass mein Knöchel gehalten hat. Geknackt hat nix. Geknackt hat nix. Dreckig bin ich wie Sau. Haut ist abgeschubbelt. Aber der Knöchel hat gehalten, glaube ich. Wenn das so weitergeht, bin ich schneller unten, als ich gedacht habe. Oh, nicht schon wieder, ey. Also diese Wanderung, diese Strecke war ganz anders bei Komoot eingezeichnet. Also vom Höhenprofil. Die Strecke stimmt. Ich gehe schon wieder Serpentin hoch, anstatt runter. Kilometer 6, 2 Stunden 24 gelaufen, nein, gar nicht, 2 Stunden 34 gelaufen. Ach, fast 3 Kilometer weiter. Ich bin gleich schon wieder im Auto. Ich konnte den ganzen Strandabschnitt nicht filmen. Er ist nämlich ein Nackidei-Strand. Auf einmal standen ganz viele Nackideis vor mir. Macht mir nichts, aber ich filme natürlich nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt von hier aus. Gebe euch nochmal einen Blick nach unten, falls keine Nackideis da sind. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bis dann. Ciao.